Hi, ich bin's wieder, der Mike aus dem Leadcamp in Waibling. Und heute bei mir auf der Couch sitzt der Marco Kressi Djordjevic. Der Marco Kressi Djordjevic, du bist Spieler von Sprout seit Neujahr, also seit jetzt im 1. Januar offiziell announced, wurde das jetzt vor 2 Tagen, wenn wir das hier aufnehmen. Und ja. Ja, du bist aus so einer schwarzen Kiste gestiegen auch, oder? Ja, da kam ich raus mit 3 Leuten. Ja, mit 3 anderen, war ein bisschen unbequem, also war wahrscheinlich vom Versand her nicht so geil, oder? War doch schon geil mit den 2 Jungs. In der dunklen Kiste. Ich war zwar nicht in der Mitte, aber es war trotzdem. Oh, okay. Nicht die schlimme Sandwich-Position. Gut, wir wollen ja nicht darüber reden, was in der Kiste abging, sondern wir wollten ja mal eigentlich ein bisschen drüber reden, wie du überhaupt dazu kamst, dass du jetzt im Januar 2021 für Sprout CSGO spielst. Und wir fangen aber mal ganz vorne an. Wie bist du denn überhaupt zum Gaming gekommen? Also wirklich angefangen. Früher hatte ich einen PC zu Hause, aber einen schlechten, und habe da irgendwie so Fun-Spiele gespielt. Wirklich. Kannst du dich noch an eins erinnern von den so ersten Games so? Es hat angefangen mit meiner Schwester, die war auf irgendeiner Seite und hat irgendwie gebrowst. Und da gab es so kleine Minispiele. Und ich glaube, sie ist Yippie mit 2 P und I ganz am Ende, und die ist irgendwann down gegangen. Und da gab es sowas wie Bomberman und Golf und sowas habe ich zuerst gespielt. Und bei diesem Bomberman habe ich so angefangen, in Clans und sowas zu spielen, und da fing schon an. Und irgendwann habe ich dann einen Laptop bekommen von einem lange Geschichte. Auf jeden Fall habe ich irgendwann einen Laptop noch gehabt, der ein bisschen besser war. Da habe ich angefangen mit Varrock, so ein Free-to-Play-Shooter. Bin dadurch dann auf CS gekommen, also CSS damals noch, Source. Und dadurch bin ich dann auf CSGO umgestiegen und habe jetzt seitdem meine 16.000, 17.000 Stunden in den 2 Spielen zusammen. Und ja. Also wann war das Jahr ungefähr, wo du dann auf CSGO umgeschwenkt bist, sag ich mal? CSGO kam jetzt, glaube ich, 2012 Ende, die Beta. Da habe ich direkt angefangen zu spielen, aber damals war das Spiel nicht so beliebt und wurde von vielen geflamed und was weiß ich was. Und irgendwann 2013 Ende, glaube ich, habe ich dann angefangen, den vollen Switch zu machen von Source of Go. Und seitdem bin ich da treu geblieben und spiele jetzt aktiv. Hatte, glaube ich, nur eine halbjährige Pause einmal, sonst, glaube ich, gab es keinen Tag, wo ich es nicht gespielt habe eigentlich. Okay, das klingt auf jeden Fall ambitioniert. Das hat ja auch ein bisschen was wahrscheinlich damit zu tun, wie du überhaupt dann da in die Pro-Karriere reingegangen bist, oder? Also wie kam das denn, dass du quasi von dem, ich spiel mal Shooter, ja, hingehst du, okay, da habe ich jetzt eine Möglichkeit, meine Karriere aufzubauen. Wann war denn der Punkt? Also ganz am Anfang war es ja halt so, dass man halt, ich habe ein paar Leute auch im echten Leben gekannt, die damals Source gespielt haben, gegen die habe ich gespielt, war erstmal sehr schlecht, weil der Laptop dann doch nicht so gut war im Vergleich zu denen im Rechner und sowas. Aber über die ganze Zeit habe ich mich halt als, sag ich mal, solider Spieler so etabliert und bin immer besser geworden, habe halt mehr Zeit investiert als andere, bin deshalb auch automatisch besser geworden. Und irgendwann in CSGO habe ich dann, nee, in CSS habe ich schon in Teams gespielt mit anderen Leuten, immer 5 Leuten zusammen, trainiert man immer, bespricht irgendwas Taktisches, und ja, irgendwann bin ich halt hochgerutscht, bin irgendwann in dem, von meinen Team mit Freunden sozusagen, bin ich dann in ein semi-professionelles Team gekommen, wo ich auch ein bisschen Gehalt damals bekommen habe und mir ein bisschen Preisgelder gewonnen habe. Wann war das ungefähr? Müsste 2016 Ende, beziehungsweise mit 2016 gewesen sein. Da habe ich angefangen, mein erstes Gehalt sozusagen bekommen durch CS. Okay, aber das war natürlich am Anfang wahrscheinlich nicht auf dem Level, dass du sagst, boah, super nice, das klingt nach einer Karriere. Oder war das für dich dann damals schon klar, okay, das ist jetzt der Grundstein und ab hier geht es nur noch aufwärts? Also ich wusste, dass ich gut spielen kann und dass ich noch besser werden kann. Und damals habe ich noch, damals habe ich noch die Ausbildung gemacht und habe das so als kleinen Nebenjob gesehen und habe halt trotzdem die 7, 8 Stunden oder sowas, 6 bis 8 Stunden waren es damals, die wir geprackt haben und trainiert haben zusammen, und war schon ordentlich viel Zeit und hat auch viel Zeit genommen. Und ich wusste, dass es halt auch viel weiter nach oben geht, und immer noch jetzt ist der Weg noch weit nach oben. Also das Ziel ist noch weit weg. Und ja, ich hoffe, dass ich das noch erreiche, mit dem Team vor allem, jetzt bei Sprout endlich. Ja. Also ihr seid jetzt schon ein bisschen hier im Bootcamp, was steht denn jetzt noch so an? Jetzt am Montag haben wir die UPS, United Pro Series, da spielen wir gegen einen eigentlich Underdog. Die Partie findet jetzt gerade zu dem Zeitpunkt statt. Wir wissen noch nicht unseren Gegner, aber später, eine Stunde oder sowas, wissen wir das dann. Und wir sind eigentlich klarer Favorit in dem Match und wollen das ganze Turnier auch gewinnen. Und ja, das findet am Montag statt. Wie findest du es allgemein hier so jetzt im 1337 Camp? Also ich muss wirklich sagen, ich war noch in keinem Bootcamp, was so gut ist. Bisher war ich in, ich glaube, 4 Locations overall oder 3.
Und davon war halt nichts eigentlich so groß und gut wie das hier. Vor allem jeder Spieler hat ein Einzelzimmer, das hat man auch eigentlich sehr selten. Jeder hat ein eigenes Bad, der Gaming-Raum ist groß und wir als Team haben auch sehr viel Spaß hier zusammen, auch nach den Prac-Zeiten, und ist echt cool. Ja, das freut mich zu hören. Aber wie geht's denn dann weiter? Du hast ja vorher davon gesprochen, dass du sagst, du bist noch längst nicht da, wo du dich siehst, also auch von der Karriere her. Wo siehst du dich denn in ein, zwei Jahren so? Oh, das ist halt schwer zu sagen. Ich hoffe, ich sehe mich irgendwie auf der Weltspitze. Jetzt gerade, Sprout war zu einem Zeitpunkt, auf dem 16. Platz der Welt. Was ich gerne irgendwann mal sehen würde, wäre irgendwie so ein Major, eine Teilnahme am Major, wenn das mal irgendwann stattfinden sollte, noch dieses Jahr oder vielleicht nächstes Jahr. An sich, von jedem Spieler ist der Traum, glaube ich, ein Major zu gewinnen. Ist zwar jetzt gerade noch ein bisschen unrealistisch, aber irgendwann hoffe ich, dass das passiert und ja. Ja gut, ich meine, das ist ja auch klar. Ich meine, du bewegst dich ja immer in den letzten 0,% Schichten dann, wenn du in einem Major quasi spielst. Und da geht es halt wirklich um jeden Frag, den du machen kannst und um einfach ein bisschen Edge zu haben gegenüber dem Gegner, ja. Aber wie ist denn dein Spielstil im Vergleich zu deinen Kameraden so? Ich selbst würde mich eher so als passiverer, so schlauerer Spieler sehen. Weil man kann im Spiel halt auch, also es gibt mehrere Varianten. Aiming ist halt eins der wichtigsten Dinge im Spiel. Und viele Spieler, wie zum Beispiel Faven bei uns, ist einer der besten Aimer, vielleicht wenn nicht sogar der beste Aimer aus ganz Deutschland, würde ich sagen. Der ist aber halt auch natürlich schlau, aber er hat halt das Gesamtpaket. Und mich zeichnet, glaube ich, eher so dieses Raffinierte aus, dass ich an Smokes spiele und die Gegner das gerade nicht erwarten und sowas. Und das sind eher meine Stärken, glaube ich. Also bist du eher so der, du bringst so den Überraschungseffekt rein, so ein bisschen. Ja, sozusagen. Es gab damals früher einen Spieler, Snux, also gespielt immer noch jetzt, aber vor 3-4 Jahren hat er so seinen Höhepunkt in der Karriere und war so der 4. beste Spieler der Welt. Und der hatte sowas Ähnliches halt, dass er immer so der überraschende Spieler, der Ninja ist und sowas, der immer hinter dir sein kann. Und damals, als ich noch jünger war, fand ich das immer ganz cool und ich glaube, da kommt das auch ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Würdest du sagen, dass dein CSGO-Vorbild ist irgendwo? Oder hast du das schon gar nicht mehr und sagst, du möchtest selber das Vorbild sein? Also mittlerweile schon lange nicht mehr, dass ich irgendwie so, also natürlich gibt es irgendwelche Leute, wo man so denkt, boah, die haben schon viel erreicht und sowas und man hat respektiert das auch, aber es gibt nicht mehr jetzt so einen Spieler, wo ich mir denke, so boah, so wie der will ich werden, weil ich spiele ja gegen alle und man hat schon gegen jeden im Practice gespielt und man merkt, dass man mithalten kann, aber so ein wirkliches Vorbild nicht mehr, aber man hat immer noch Respekt für die Person auf jeden Fall. Cool, ja. Ja, aber ich glaube, damit wären wir auch schon am Ende von unserem kleinen Interview. Ich danke dir vielmals für die Zeit, die du dir genommen hast. Und danke. Wir sehen uns ja auch noch die nächsten Tage wahrscheinlich. Danke dir und schönen Tag noch. Ade. Come together, feel the shockwaves.